Ein großes Helles für Hugo! So? Oh, bravo! Nein, nein, für mich nicht mehr! Komm, die nächsten noch! Hey, habt ihr genug? Was sagen die Fachleute? Oh, du trinkst jetzt mit uns, Erich. Jawohl. Befehl ist Befehl. Petra trinkt auch, wenn ihr genau. Klar! Also, Prost! Prost! Das war ein großes Rennen. Da kannst du sagen, was du willst, Erich. Aber die Franzosen waren besser. Die Besseren werden nicht immer Sieger. 1969 war es genauso. Butjan und Schmölder in Führung. Und dann kam die ganz große Schiebung. Dahlen! Und noch eine Runde. Komm! Die Masche. Warum haben wir denn keine Musik mehr? Ja, Stimmung! Jawohl! Sechs Doppelte. Du trinkst zu viel. Meine Sache. Wenn du sie anfassen musst, geh mit ihr in die Küche. Jetzt braucht nicht jeder zu merken, dass du was mit ihr hast. Auch meine Sache. Ruhe! Und weil es so schön ist. Und weil es so schön bleibt. Ich geh jetzt, Lisa. Mach's gut, Herr Mann. Und ganz fest gegen Hand! Bis zum nächsten Mal, Herr. Fernando, wir picken noch ein. Morgen ist Sonntag. Man soll nicht übertreiben. Meinst du das? Das weißt du ganz genau. Petra?
Bist du noch auf? Ich habe auf dich gewartet und noch ein bisschen gearbeitet. Gleich zwei. Mach das Radio aus. Hab Krach genug gehabt. Es war bis hier oben zu hören. Aber sonst war sicher wieder sehr schön für dich. Ich bin den ganzen Abend auf dem Bein gewesen. Ich bin fertig. Wenn ich dir noch was machen soll. Ich will nur noch ins Bett. Petra, vielleicht könnten... Lass mich in Ruhe. Bin müde. Das bist du immer. Als Turek aus dem Sechstagen geflogen ist, hat er hier gesessen. Zwei Tage. Und geheult. Alle kommen sie her. Alle. Ob er ein Rennen gewesen ist oder nicht. Budian, Koschenke. Kann ich das Licht ausmachen? Du trinkst jetzt mit mir. Ich trinke nichts. Schnaps. Kein Lachen, kein gutes Wort. Nur noch Zanken und Wehklagen. Und Schmerzen. Das hast du vergessen. Ich hab den ganzen Tag Schmerzen. Schon gut. Ich bin nur noch ein Wrack. Deswegen verachtest du mich. Aber wer hat mich denn dazu gemacht, hm? Wer war denn das? Ich weiß, ich bin ein Schwein. Du hättest mich gleich totfahren sollen. Dann brauchtest du dir das Elend jetzt nicht mehr anzusehen. Dann hättest du deine Ruhe. Dann könnte dir keiner mehr dazwischenreden. Warum fängst du wieder damit an? Wenn du einen Tag so leben müsstest wie ich. Hör auf. Ich bin doch mal fröhlich gewesen. Ich hab lachen können. Ich hab mich gern anfassen lassen. Ich hab sehr gern gehabt. Sus, aufhören! Jetzt bin ich nur noch eine Last. Und wenn es bloß mit mich loswerden kannst. Sus, aufhören! Wenn es bloß mit mich loswerden kannst. Damit ich den Schlumpf endlich zu dir holen kannst. Und dann bin ich längst ein. Ihr versucht doch gar nicht mehr geheim zu halten. Jetzt haben wir doch jeden Tag nicht unter dem Weg. Schwein, du! Du Schwein, du! Du Schwein! Endlich, oder? Du doch mal, ne? Was willst du tun, ha? Ich hab keine Angst! Tu's doch, ha? Ich möchte, dass du mit der Arbeit aufhörst. Du sagst doch immer, wir brauchen das Geld. Du kannst auch woanders arbeiten. Da gefällt's mir aber. Der Mann gefällt dir. Ich möchte schlafen. Man hat vielleicht nicht immer die gleichen Empfindungen für den anderen. Gefühle können sich ändern. Wichtig ist, dass man nicht vergisst, wo man hingehört. Willst du mir jetzt einen Vortrag halten, oder was? Ich möchte dir helfen. Du bist in etwas hineingestolpert, in das du vielleicht gar nicht hinein wolltest. Du bist noch jung. Du glaubst immer, du könntest etwas versäumen. Deswegen mache ich dir auch keine Vorwürfe. Aufwachen! Los! Konnten Sie sich keinen besseren Schlafplatz aussuchen? Bin ich. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Ich fahre gleich weiter. In Ihrem Zustand? Ja. Haben Sie den Wagen selber hergefahren? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Heute Nacht ist er mit seinem Wagen losgefahren, kurz nach zwei. Hier an dieser Stelle hat er noch mal gehalten. Ich hab's gesehen vom Fenster aus. Na und? Na komm, ich bin was halten. Na komm schon. Ja. Na los. Blut. Das kann doch auch was anderes sein. Nein. Bevor er losgefahren ist, habe ich seine Frau gehört. Sie hat geschrien. Da ist niemand. In der Wohnung drüben auch nicht. Tag, Adi. Tschüss.
Der Seifert. Na, wie geht's denn so, Adi? Mir gut. Na, fein. Ich habe noch mehr beobachtet. Was hast du eigentlich vor? Ich will dir nur klar machen, was er für ein Mensch ist. Unterschreiben Sie bitte, da unten. Kriegen wir den Führerschein zurück? Nein, der Alkotest war positiv. Jetzt müssen wir noch das Ergebnis der Blutuntersuchung abwarten. Sie sind doch gefahren, oder? Wahrscheinlich. Sollen wir Ihnen ein Taxi rufen? Bitte. Ihr Auto können Sie morgen da abholen lassen, wo es stehen geblieben ist. Was soll denn passiert sein? Nichts. Wo kommst du her? Wir haben ein furchtbares Ding weggehabt. Bin irgendwo hingefahren. Und deine Frau? Die muss drüben sein in der Wohnung. Da ist sie nicht. Dann ist sie weggegangen. Weißt du, was das ist? Sei lieb, lass mich in Ruhe. Das ist Blut. An der Tür vorne und im Hof, überall ist Blut. Was kann ich dafür? Ich habe Kopfschmerzen. Heute Nacht hat deine Frau um Hilfe gerufen. Wer sagt das? Ich weiß es. Sie schreit öfter mal. Dreht bei jeder Kleinigkeit durch. Was hast du mit ihr gemacht? Was willst du eigentlich? Was ist mit dir los? Sag mir bitte, was passiert ist, bitte! Gar nichts, ich weiß nicht, ich habe eine völlige Mattscheibe. Ich gehe schon. Ach Sie, ist meine Frau da? Wollen Sie nicht reinkommen? Meine Frau wird nicht länger bei Ihnen arbeiten. Aber jetzt doch hier sehr gut. Es ist besser so. Für alle. Was willst du? Du kommst mit nach Hause. Hast du noch alle? Heute Morgen hatten wir das besprochen. Lass mich in Ruhe. Sonst arbeitest du nie um diese Zeit. Also, das ist so. Ich kann arbeiten, wann ich will. Merkt ihr das? Das ist nicht klug von dir. Von dir schon lange nicht. Willst du noch was? Das war 64 Meilen an Sanremo. Sauwetter. Sauwetter? Lange her. Und der da, der weiß ich schon, der hat doch immer seine Freundin mitgehabt. Wie hieß er denn noch? Kleine Blonde. Blonde weiß ich nicht, ob sie war. Wie hieß er denn? Wer halten? Tatsächlich. Genau. Ein Gedächtnis hat der fantastisch. Toll. Wo ist denn eigentlich die Liesel? Die ist ein paar Tage zu ihrer Schwester. Ein bisschen ausruhen. Ja, muss doch auch mal sein, nicht? Ne? Ja. Erich! Zwei Doppelte! Prost! Prost, Fernando! Prost, Erich! Prost, wenn er die Liesel nicht hätte, könnte er den Laden zumachen. Das weiß er. Ja, hoffentlich. Was siehst du mich so an? Ich habe ja nichts getan. Ich glaub dir. Ich geh ran! Er ist schon gegangen. Vielleicht morgen wieder. Ja. Ich hab gedacht, sie wär's. Du weißt hoffentlich, dass ich immer zu dir halten werde.
der Herr von der Kripo? Ja, Heimann, guten Abend. Seifert. Sie haben bei uns angerufen, gell? Ja, dann wissen Sie, um was es geht. Kommen Sie mal rein. Danke sehr. Na ja, jetzt drehen wir mal eine Runde und Sie erzählen mir bitte was. Ja. Könnten Sie vielleicht die Tür zumachen? Ach so, ja, natürlich. Erich, ganz kurz bloß, ist Liesel bei euch? Ja, war bloß mal eine Frage, das ist nicht so wichtig, ich wollte ja was sagen. Ich melde mich mal wieder. Wiedersehen. Ich weiß nicht, wo ich es noch versuchen soll. Mach dich nicht verrückt, das wird sich schon alles aufklären. Komm, lass uns rübergehen, ich brauch dich. Ich kann ja jeden Augenblick zurück sein. Willst du das? Ich muss wissen, was passiert ist, sonst habe ich keine Ruhe. Wo ist der Fundort der Leiche? Was ist die Todesursache? Es gibt keine Leiche. Das heißt, sie ist noch nicht gefunden worden. Am Montag ist immer allerlei los, nicht? Der Montag kommt immer so abrupt auf den Sonntag. Aber wenn mir dann noch jemand mit einem Mord ohne Leiche kommt, weißt du. Jetzt kriegen Sie erstmal einen starken Kaffee. Das bringt auch nicht viel, aber gib mal her. So. Und hier steht alles drin. Du liest mir's mal vor, ja. Das ist Föhn. Das ist nur Föhn heute, nicht? Ich kann mich nicht konzentrieren. Dem Bericht liegt die Anzeige eines Manfred Seifert zugrunde. 37 Jahre alt, keine Vorstrafen. In der Nacht zum Sonntag hörte ich, Manfred Seifert, aus einer nahegelegenen Gastwirtschaft den Hilfeschrei einer Frau. Kurz darauf holte der Besitzer der Gastwirtschaft seinen Wagen aus der im Hof gelegenen Garage, fuhr zur Hofausfahrt, stieg aus und trug einen leblos wirkenden Körper zum Wagen. Er lud ihn ein und fuhr davon. Das kann auch ein Sack Kartoffel gewesen sein. Das hat der Seifert alles beobachtet, ja. Na ja, von seinem Wohnzimmerfenster aus kann er den ganzen Hof überblicken. Kann er das, ja. Was erblickt er denn noch so? Am nächsten Tag entdeckte ich am Hauseingang und vor der Hintertür der Gastwirtschaft Blutspuren. Ich habe seine Aussagen überprüfen lassen. Also, die Blutspuren wurden an den angegebenen Stellen gefunden. Guten Tag. Herr Seifert. Bis gestern. Gestern war nicht so gemeint. Das war nicht so gemeint von der Frau. Ich weiß. Ich war ein bisschen nervös. Ist Ihre Frau zurück? Nein. Wiedersehen. Sehr liebenswürdig. Sagen Sie, machen Sie hier nur die Bedienung oder sorgen Sie auch so ein bisschen für Ordnung? Sie stellen aber merkwürdige Fragen. Naja, gestern waren im Treppenflur und am Hofausgang so komische
Schmutzflecken. Heute sind sie weg. Weggewischt. Ich habe sauber gemacht. Dann ist gut, dass mein Kollege gestern noch ein paar Proben davon abgekratzt hat fürs Labor. Guten Tag. Guten Tag, Herr Neubauer. Köster ist mein Name. Polizei. Ja, haben Sie Zeit, sich im Moment zu mir zu setzen? Nettes. Bei Ihnen verkehren Radsportler. Ehemalige und aktive. Sind Sie früher auch mal Rennen gefahren? Das ist lange her. Darf ich fragen, was Sie wünschen? Wo ist Ihre Frau, Herr Neubauer? Deswegen sind Sie gekommen. Ja. Sie ist weggefahren. Wissen Sie wohin? Ich weiß nicht. Am Sonntagvormittag nach Hause kam, war sie nicht mehr da. Passiert das öfter, dass sie wegfährt, ohne Ihnen Bescheid zu sagen? Es ist das erste Mal. Haben Sie Vermisstenanzeige erstattet? Nein. Warum nicht? Sie wird wieder zurückkommen. Würden Sie so liebenswürdig sein, uns einen Moment allein zu lassen? Bitte sehr. In der Nacht zum Samstag, gegen 2 Uhr, haben Sie noch mal Ihren Wagen aus der Garage geholt. Wer sagt das? Gibt einen Zeugen. Es kann so gewesen sein. Warum wollten Sie so spät noch mal weg? Ich war betrunken. Ich erinnere mich an nichts. Dann erinnern Sie sich auch nicht, ob Sie jemanden im Wagen hatten oder ob Sie allein waren. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sie sollen an der Hofausfahrt noch jemand in den Wagen getragen haben. Ich weiß überhaupt nichts. Mein Kopf ist völlig leer. Haben Sie vielleicht Ihre Frau in den Wagen getragen? War sie vielleicht verletzt? Das würde die Blutflecken im Hof und im Treppenhaus erklären. Haben Sie vielleicht daran noch einen Rest von Erinnerung? Auch wenn Sie mir nicht glauben. Es ist alles weg. Ich glaube Ihnen. Die einzige Möglichkeit. Ja. Meine Frau ist gehbehindert. Sie ist überfahren worden vor 5 Jahren. Es war meine Schuld. Sie ist seitdem ein paar Mal gestürzt. Einmal so schlimm, dass ich sie ins Krankenhaus bringen musste. Und Sie meinen, Samstagnacht könnte es ähnlich gewesen sein? Warum nicht? Wir haben nachgeforscht, ob der Wagen in der Nacht irgendwo gesehen worden ist. Am Sonntagmorgen ist er von einer Polizeistreife hinter der Großhesselower Brücke entdeckt worden. Können Sie sich wenigstens daran erinnern? Ja. Die Brücke ist von hier 8 Kilometer entfernt. Auf dem Weg dahin gibt es aber keine Rettungsstation und auch kein Krankenhaus. Nur ein paar Siedlungen und freie Felder. Was ist mit meiner Frau passiert? Das wollen wir herausbekommen. Und ich hoffe, Sie helfen uns dabei, Herr Neubauer. Warum hast du das gemacht? Ich weiß nicht, was du meinst. Du hast ihn angezeigt. Du hast mich dazu gezwungen. Du bist wieder zu ihm gegangen. Wenn du glaubst, dass du mich so zurückkriegst. Du bist so mies und so gemein. Er hat seine Frau umgebracht. Das hast du dir ausgedacht. Das weißt du doch selbst. Du hast doch dauernd erzählt, wie er sie beschimpft und bedroht hat.
Und wenn? Und wenn? Und wenn? Er ist mir immer noch lieber als du. Er ist ein Mann. Aber du kannst bloß Sprüche machen. Ich will dich nur vor dir selber schützen. Du weißt nicht mehr, was du tust. Du hast für alles eine Erklärung. Und wenn es die größte Schweinerei ist. Ich habe Angst um dich. Guten Morgen. Morgen. Haben Sie den Wagen gefunden? Ja. Er stand hier auf dem Fußweg. Hier. Wo geht denn der Weg hin? Direkt zum Bahnhof. Ja, wahrscheinlich ist er so gefahren wie wir eben, nicht? Heilmannstraße Richtung Pullach, bis er nicht mehr weiter konnte. Wahrscheinlich war er erschöpft, nachdem er das erledigt hatte, was er erledigen wollte. Sie meinen, nachdem er die Person, die er im Auto hatte, irgendwo hingebracht hat? Ja, und wenn die Person tot war, dann hat er sich einen Platz ausgesucht, wo sie nicht so schnell zu finden ist. Ist Ihnen noch was aufgefallen, als Sie den Mann aus dem Wagen geholt haben? Er war nicht vernehmungsfähig. Voll bis zum Rande. Bei uns im Wagen ist er gleich wieder eingeschlafen. Gut, wir melden uns, wenn wir noch eine Frage haben. Ja, schönen Dank, dass Sie gekommen sind, mein Herr. Bitte schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Müsste also zwischen seinem Lokal und dieser Brücke hier eine Tote liegen. Ja, vielleicht liegt's auch ganz woanders. Wo führen denn diese Gleise hin? Kufstein, Innsbruck, Brenner, Thalien. Da kommen doch viele Züge vorbei, nicht? Natürlich auch Güterzüge. Jetzt stell dir mal vor, es wirft hier einer eine Leiche runter. Wenn ein Güterzug vorbeikommt. Ich aber sehr gut zielen können. Auch Betrunkene oder Wahnsinnige, die schaffen sowas. Also stell dir vor, er wirft die Leiche runter in den fahrenden Güterzug. Da wird sie doch wahrscheinlich erst irgendwo auf einem Abstellgleis gefunden werden. Vielleicht bei Kufstein oder am Brenner oder so. Jetzt stell dir mal vor, der Güterzug, der führt Schrott oder Kohlen. Dann kann es doch sein, dass die Leiche in einer Presse endet oder in einem Ofen. Tja, die Leiche, die wir suchen, die gibt's dann vielleicht gar nicht mehr. Da gibt's vielleicht gar keine Leiche mehr. Ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, ich komme nicht wieder her. Warum? Weil ich nicht mit ansehen konnte, wie du sie behandelst. Es hat alles schnell zwei Seiten. Und von morgens bis abends hörst, was du für ein Scheißkerl bist. Versoffen, gemein. Sie hat dich eben sehr geliebt. Ich erinnere mich noch, wie sie dich immer angeschaut hat. Wenn du deine Geschichten erzählt hast. Fernando. Glaubst du, dass ich irgendwas völlig Wahnsinniges tun könnte? Da musst du schon deutlicher werden. Kommst du mir zu, dass ich dir was angetan habe? Wir sind einmal hier zusammengesessen. Ein paar andere waren auch dabei. Da hast du gesagt, jetzt habe ich genug. Sie muss weg. Wenn ein Abend lang ist, sagt man sehr viel. Du hast mich ja gefragt, was ich meine, ne? Ich verstehe. Ich habe sie immer sehr gern gehabt. Der Mann war stockbetrunken, Köster. 2,7 Promille. Und trotzdem soll er noch so viel Verstand gehabt haben, dass er eine Leiche beseitigen konnte. Es gibt in der Wirklichkeit nichts, was der Logik streng entspricht. Was reden Sie denn da wieder für einen aufgeblasenen Quatsch?
Nicht von mir, das ist von Nietzsche. Nietzsche? In welchem Dezernat sitzt denn der? Friedrich Nietzsche. Ach so, der, naja, der hat sich manchmal auch geirrt. Also, nachdem dieser Neumeier... Bauer. Was? Nachdem dieser Neubauer seinen Rausch ausgeschlafen hat, kann er sich an nichts mehr erinnern. Das ist doch möglich. Möglich, möglich, aber nicht wahrscheinlich. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Täter mit seinem Opfer auch die Erinnerung an die Tat beseitigt. Ja, ich möchte darüber jetzt keine Diskussion führen. Bitte. Also, was ist mit den Blutspuren im Haus? Die entsprechen der Blutgruppe der Frau. Mhm. Haben Sie die Krankenhäuser abgefragt? Ja, aber ohne Erfolg. Ja, in Gottes Namen, wie wollen Sie denn jetzt vorgehen, Köster? Es gibt nur einen Weg. Wir müssen den Mann dahin bringen, dass er sich an das erinnert, was er getan hat. Und Sie glauben, dass er Ihnen dann seine Erinnerungen auf den Tisch legen wird, nicht wahr? Wollen wir es hoffen. Polizei! Wenn du es getan hast, dann lüg. Bitte. Sieger rund um den Henninger-Turm. Was wollen Sie wissen? Sie sagten damals, dass Ihre Frau einen Unfall hatte, an dem Sie nicht ganz schuldlos waren. Wie ist denn das dazu gekommen? Darf ich mich da hinsetzen? Bitte. Verschwinde. Ich habe damals noch eine Mannschaft betreut, war viel unterwegs. An manchen Abenden musste meine Frau das Lokal ganz alleine machen. Wird für meinen Sport nicht viel übrig gehabt. War gegen alles, was ich ohne sie gemacht habe. Sie wollte, dass ich mein Leben nur mit ihr verbringe. Wir hatten oft Streit deswegen. An einem Abend war es so schlimm, dass ich gesagt habe, ich hau ab für immer. Trinken Sie was? Danke, im Moment nicht. Ich bin in den Wagen gestiegen. Sie hat sich in den Weg gestellt. Ich wollte mich aufhalten. Ich war nicht mehr nüchtern. Ich bin losgefahren. Sie war im Weg. Um Gottes Willen. Hat die Polizei damals gegen Sie ermittelt? Nein. Das hätte Ihnen aber als Mordversuch ausgelegt werden können. Ich habe Sie nicht umbringen wollen. Sie wollten nur, dass sie Ihnen Platz macht, weil sie im Weg stand. Aber sie stand Ihnen immer im Wege, nicht wahr? Er hat mir das Leben schwer gemacht. Und sie macht es Ihnen noch schwerer, nachdem Sie sie zum Invaliden gefahren haben. Sie hat mich fertig gemacht. Sie konnten sie nicht wegschicken, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten, nicht? Sie mussten sie ertragen. Ja. Und langsam erschien ihnen nur ein Ausweg. Er musste ganz verschwinden. Was wollen Sie mir da einreden? Ich will Ihnen doch nichts einreden, Herr Neubauer. Ich will nur wissen, was mit Ihrer Frau passiert ist. Das wollen Sie doch auch. Vielleicht habe ich manchmal gedacht, es ist besser, wenn sie von ihren Leiden erlöst würde. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die sowas noch nicht gedacht haben, Herr Neubauer, dass es besser wäre, wenn der Tod uns von jemandem erlöst, der unserem Glück oder unserer Karriere im Weg steht.
Der Tod kann Probleme lösen. Und nur die angeborenen oder anerzogenen Hemmungen, die Angst vor Schuld und Strafe, die halten uns zurück, unsere Wünsche in die Tat umzusetzen. Aber manchmal sind die Hemmungen weg, wenn wir betrunken sind zum Beispiel. Und dann kommt der Wunsch, den anderen tot zu sehen. Als Sie Ihre Frau angefahren haben, da waren Sie betrunken. Und vor 4 Tagen waren Sie es wieder. Um 2:30 ist doch der letzte Gast aus dem Lokal. Was tun Sie dann, wenn hier Schluss ist? Ich räume auf, meine Frau macht die Kasse. Hier in diesem Raum? Ja. Jetzt stellen Sie sich mal die Situation vor, Herr Neubauer. Wo standen Sie und wo stand Ihre Frau? Ich kann nicht, lassen Sie mich hier nur. Wir haben ja Zeit. Ich komme mal wieder, Herr Neubauer. Herr Seifert? Ja? Mein Name ist Köster, Kriminalpolizei. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Kommen Sie wegen der Mordsache? Mordsache? Zunächst gibt's nur einen Mordverdacht. Bitte. Dankeschön. Ihr Kollege hat von mir einen genauen Bericht bekommen. Sie haben Ihre Anzeige aus dem Gefühl der Verantwortung herausgemacht, nicht? Ich halte Herrn Neubauer für gefährlich. Ich wollte verhindern, dass er weiter Unheil anrichtet. Mhm. Ist das das Fenster, an dem Sie in der Nacht gestanden haben? Nein, es ist das Fenster im Schlafzimmer. Darf ich da mal hingehen? Ja. Sie lieben Fische, nicht? Ja. Herr Neubauer ist gegen 2 Uhr nachts weggefahren. Es ist dunkel. Wie konnten Sie da so viele Einzelheiten erkennen? Die Scheinwerfer des Wagens brannten. Sie haben die ganze Hausfront erleuchtet. Ah ja, natürlich. Und als Sie sahen, dass der Herr Neubauer eine leblose Person in den Wagen trug, da haben Sie natürlich sofort an ein Verbrechen gedacht, nicht? Ich hatte ja vorher die Hilfeschreie der Frau gehört. Mhm. Ja, warum haben Sie da die Polizei nicht sofort angerufen? Sie haben doch Telefon. Man hat doch Hemmung, einen anderen so schwer zu beschuldigen. Man überlegt doch, ob man so etwas tun darf. Ja, ja. Was sie zurückhielt, war wiederum ihr Verantwortungsgefühl. Nicht? Das Wort ist vielleicht ein bisschen zu groß. Mhm. Persönlich haben Sie nichts gegen Herrn Neubauer. Wie meinen Sie das? Sie haben nicht ein Ressentiment oder sowas? Ich habe sehr viel gegen Herrn Neubauer. Aber ich hätte nicht angezeigt, wenn ich meiner Sache nicht so sicher gewesen wäre. Sie sind einfach sehr gewissenhaft. Soll ich warten? Nicht nötig. Danke, Fernando. Ich wohl nicht mehr. Das Lokal ist heute geschlossen. Das wird es auch vorläufig bleiben. Freu dich nicht zu früh. Du wirst dich langsam an den Gedanken gewöhnen müssen, dass die Sache aus ist. Das ist sie noch lange nicht. Du wirst sie noch alle 4 Wochen in der Strafanstalt besuchen können. Aber wie ich dich kenne, wirst du davon bald die Nase voll haben. Wenn du wüsstest, wie widerlich du bist! Ich erwarte nicht, dass du so schnell wieder zu mir zurückfindest. Die Sache war wahrscheinlich zu ernst für dich.
Du hast ihn ja wohl geliebt. Das tue ich auch noch. Ich bin verrückt nach ihm, damit du es nur weißt. Ich brauche ihn. Es wird der Tag kommen, an dem du mir dankbar sein wirst. Dass du ihn angezeigt hast, ja? Das werde ich dir nie verzeihen. Moment. Denken Sie doch noch mal nach. Das Lokal war geschlossen. Ihre Frau hat die Kasse gemacht. Haben Sie sich da unterhalten? Kann sein. Haben Sie sich gestritten? Weiß ich nicht. Hat das Licht überall gebrannt? Nur hier vorne. War das so? Ja. Ich glaube, ich habe erzählt von den Jungs, von Eddie. Und Ihre Frau? Die war immer sauer, wenn Sie von ihrem Sport erzählt haben, nicht wahr? Ja. Und das hat Sie wütend gemacht. Ja. Was haben Sie denn gesagt? Du trinkst nicht, du lachst nicht. Und Sie? Er fing plötzlich an. Er hat geredet und geredet. Hat mich runtergemacht und beschimpft, dass ich sie kaputt mache, dass ich sie loswerden will, dass ich... Was? Dass ich die andere habe, dass ich sie zu mir holen will. Und das ging immer weiter und weiter und weiter, bis Sie es nicht mehr hören konnten, nicht wahr? Was haben Sie ja dann gesagt? Hör auf. Du sollst aufhören. Aber die hat nicht aufgehört. Bis sie sich plötzlich gegenüberstanden. So wie wir jetzt, ja? Und dann? Ich habe... Ich habe sie... Ich... Ich weiß nicht. Ruhen Sie sich aus. Wir beiden werden das schon rausfinden, was da war. Wer war das, die Polizei? Soll ich dir was zu essen machen? Willst du schlafen? Magst du mich noch? Ich hab immer Mädchen gehabt. Aber die haben nicht hier gearbeitet. Meine Frau hat sie nicht gesehen. Aber mit uns, da ist es doch ganz was anderes. Wir hätten es nicht tun dürfen. Weißt du, was du da sagst? Soll ich sagen, es ist alles großartig? Wie vielen Dank! Aber du hast sie gehasst. Das tue ich immer noch. Aber sie ist meine Frau. Sie ist immer noch meine Frau.
was ist mit mir? Du gehst am besten nach Hause. Für immer. Geh! Wer sind Sie? Woher haben Sie meine Nummer? Ja. Hat er Ihnen gesagt, dass Sie mich anrufen sollen? Mhm. Ja, danke, ist gut, ich komme. Danke. Ich habe ihr die Krücke aus der Hand gerissen. Und sie hat geschrien, tu's doch. Warum tust du es nicht? Ich habe zugeschlagen. Einmal. Nochmal. Bis sie still war. Sie hat auf dem Boden gelegen. Ich bin zum Wagen gerannt. Dann sind sie losgefahren und an der Hofausfahrt haben sie nochmal gehalten. Und da haben sie ihre Frau in den Wagen getragen. Und dann sind sie zu der Eisenbahnbrücke gefahren. So muss es gewesen sein. Dann haben sie gewartet, bis ein Zug kam. Und haben die Frau runtergeworfen. Aber vielleicht ist das auch ganz anders gewesen, ne? Hm? Kommen Sie morgen früh in mein Büro, bitte, ja? Herr Heimann wird Sie abholen. Trinken Sie jetzt nichts mehr. Gehen Sie schlafen. Entschuldigen Sie. Was ist denn los? Nichts Besonderes. Was ist dich? Du kannst dich auf mich verlassen. Ich meine, wenn die. Dass die Pokale und die Bilder nicht wegkommen. Hau ab, Fernando. Aber Erich, ich. Hau ab. Hau ab. Gut. Thank you.
kommst du her? Wolltest du dich umbringen? Ich hab geglaubt. Ja, dass ich tot bin. Hat ja auch nicht mehr viel gefehlt. Ja, das ist doch unmöglich. Ihr habt doch zugeschlagen. Ja, bis ich am Boden gelegen hab. Dann hab ich dich weggebracht. Du mich? Zur Brücke. Du bist losgefahren, ohne dich um mich zu kümmern. Du hast mich einfach liegen lassen. Ich hab mich auf die Straße geschleppt. Ein Taxi hat mich zum Marienstift gebracht. Die Schwestern dort waren sehr gut zu mir. Warum hast du dich die ganze Zeit nicht gemeldet? Nach 2 Tagen wollte ich zurück, um meine Sachen zu holen. An der Ecke habe ich Fernando getroffen. Er sagte, dass die Polizei da wäre. Dass sie glaubt, er hat mich umgebracht. Fernando hat immer zu mir gehalten. Ich habe ihm gesagt, er soll niemandem erzählen, dass er mich gesehen hat. Dann bin ich zurückgefahren. Fernando hat mich jeden Abend angerufen. Ich habe gewusst, dass die Polizei hier ein- und ausgeht. Dass dich deine Freundin im Stich lässt. Dass du langsam verrückt wirst. Ich war glücklich, dass du leiden musstest. Endlich mal du. Vor einer halben Stunde hat Fernando angerufen und gesagt, du wärst am Ende. Ich bin hergekommen, weil ich es sehen wollte. Fernando hat recht. Du bist kaputt. Es ist aus mit dir. Du bist nur noch jämmerlich. Wahrscheinlich warst du es immer und ich habe es nur nicht gesehen. Ich packe jetzt meine Sachen, ich bleibe nicht mehr bei dir. Du kannst hier verkommen und du sollst es. Du hast mein Leben kaputt gemacht und ich wünsche dir, dass du hier verreckst, du Schweine! Manchmal sehr hässlich zu dir. Das ist vorbei. Kennst du das Gefühl, wenn man krank war und wieder aufstehen will, aber sich noch nicht auf den Beinen halten kann? Ja, vielleicht ist das wie eine Krankheit. Man kann nicht dafür, wenn es einen überfällt. Da fährt jemand weg. Das ist doch egal. Ich möchte, dass wir woanders hinziehen. Ich will nicht länger hier bleiben. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir hatten die Leiche gefunden. Schulkinder, die hier jeden Morgen vorbeikommen. Moin, Herr Doktor. Moin, Herr Köster. Habt ihr schon Spuren? So gut wie keine. Hat die Papiere bei sich gehabt? Keine Papiere, keine Wertsachen, kein Geld. Die kann doch keine 12 Tage tot sein. Nein, der Tod kann erst vor 6 bis 7 Stunden eingetreten sein. Genaueres muss die Obduktion ergeben. Wie kommen Sie denn darauf? Kennen Sie die Frau? Tja, das ist doch die Liesel Neubauer aus der Schönwälder Straße. Aber ich habe doch nicht damit gerechnet, dass ich die hier in dieser Gegend finde. Grüß Gott, Herr Neubauer. Ich habe Sie schon erwartet. Sie glauben, dass Sie Ihre Frau erschlagen haben. Vor 8 Tagen. Und Ihren Körper wollen Sie auf einen Zug geworfen haben. So war es. Nein, das war meine Theorie. Ich habe Sie Ihnen so lange eingeredet, bis Sie es geglaubt haben. Das war ein schwerer Fehler von mir. Wir wissen seit einer Stunde, dass Ihre Frau nicht vor 8 Tagen, sondern vor 12 Stunden getötet wurde. Sie ist noch nicht erschlagen worden, sondern erwürgt. Aber ihr Blut überall.
Sie haben sie verletzt. Sie ist aus dem Hause gelaufen und muss irgendwo Zuflucht gefunden haben bei Bekannten oder Freunden. Wir werden es noch ermitteln. Ja, ich habe sie in den Wagen getragen. Ich bin dabei gesehen worden. Der Zeuge, der diese Aussage gemacht hat, ist nochmal vernommen worden. Er hat zugegeben, dass er seine Beobachtungen erfunden hat, um Ihnen zu schaden. Wer hat meine Frau ermordet? Sie war zu später Stunde unterwegs. Vielleicht hat sich jemand auf ihr Geld abgesehen. Und als sie sich gewehrt hat, da hat er sie getötet. Der Unbekannte. Sie werden den Mörder finden. Wir werden unser Möglichstes tun. Aber das wird sehr schwer sein. Es tut mir leid für Sie, Herr Neubauer. Ich glaube, dass Ihre Frau Ihnen trotz allem etwas bedeutet hat. Und weil es so schön ist und weil es so schön bleiben soll, nochmal den Sportpalastwalzer. Zur Erinnerung an unsere Liesel, die unvergessen bleiben wird. Wir wissen, was du verloren hast. Wir fühlen mit dir, Erich. Wenn du uns brauchst, du weißt ja. In alter Freundschaft. Wird mir fehlen. Tanzen.